Du hast bestimmt schon oft gehört, dass du dich als Foto- oder Videograf positionieren solltest. Auf der anderen Seite hast du mit Sicherheit auch schon oft gehört, dass du das Ganze nicht machen sollst. Ob und wann du dich positionieren solltest und was die Vor- und Nachteile davon sind, erkläre ich dir jetzt in diesem Video. Im allerersten Schritt möchte ich jetzt mal darauf eingehen, was die Positionierung eigentlich ist. Und zwar besteht die Positionierung aus zwei Teilen. Einmal aus der Branche und einmal aus deinem Angebot. Was ist jetzt konkret die Branche? Bei der Branche ist es einfach so, dass du dich auf eine Zielgruppe spezialisierst. Zum Beispiel, du sagst, hey, du arbeitest nur für Handwerksunternehmen oder Ärzte. Und genau diese Zielgruppen, also deine Branche, für die du dich entschieden hast, hat gewisse Probleme. Und aufgrund dieser Probleme solltest du dann eben auf der anderen Seite ein konkretes Angebot entwickeln. Bedeutet, wenn du dich zum Beispiel jetzt auf Handwerksunternehmen spezialisiert hast, bedeutet das Ganze, dass Handwerksunternehmen ein gewisses Problem haben, was in den meisten Fällen das Problem Mitarbeitergewinnung ist. Und darauf gehen kannst du dann eben als Angebot Recruiting-Videos anbieten. Auf der anderen Seite, wenn wir zum Beispiel die Branche oder die Zielgruppe Coaches, Experten nehmen, da ist es einfach so, die Zielgruppe hat keine Probleme, irgendwie Mitarbeiter zu gewinnen oder so, sondern Experten, Coaches, Mentoren da draußen haben eher das Problem, Neukunden zu gewinnen. Das heißt, du kannst als Foto- und Videograf ein Angebot entwickeln, das deinem Kunden dann das Ergebnis liefert, dass derjenige dann mehr Kunden bekommt. Das Ganze sind so Sachen wie aktuell vor allen Dingen Shortform-Content, das heißt TikToks, Reels, YouTube-Shorts und so weiter, weil man hier einfach extrem gut organische Reichweite aufbauen kann, ohne irgendwie großartig Geld in Werbeanzeigen stecken zu müssen oder allgemein zum Beispiel Social-Media-Content. Ja, einfach zum Reichweitenaufbau, dass neue Leute auf diese Zielgruppe eben aufmerksam wird. Und genau das kannst du eben als Foto- oder Videograf zum Beispiel auch anbieten als konkretes Angebot. Jetzt im nächsten Schritt möchte ich mal ganz kurz auf die Vorteile von der Positionierung eingehen. Ganz klar, der allererste und beste Vorteil ist einfach von einer Positionierung, dass du wirklich von deinem potenziellen Kunden als Experte wahrgenommen wirst. Und das Ganze führt dazu, dass es dir viel, viel einfacher fällt, hochpreisige Kunden abzuschließen bzw. hochpreisige Aufträge zu gewinnen. Das heißt, dass die Kunden mal mindestens 3.000 Euro oder mehr für eine Foto- oder Videoproduktion bezahlen. Und ein weiterer Vorteil ist auch ganz klar, dass du deinen Kunden immer bessere Resultate liefern kannst. Bedeutet, du lernst ja dann die Zielgruppe immer und immer besser kennen, lernst auch die Probleme viel besser kennen und wirst auch mit deiner Arbeit, bei deinen Ergebnissen viel, viel besser mit der Zeit, weil du es ja immer öfter und öfter machst und somit immer wieder von Kunde zu Kunde optimieren kannst, auch deinen Bestandskunden dann natürlich Upsells verkaufen kannst, immer bessere Ergebnisse liefert. Und das Ganze führt dann wiederum dazu, dass du wirklich weiterempfohlen wirst und auch über diese Weiterempfehlungen hochpreisige Kunden gewinnst. Und das führt einfach dazu, dass du Schritt für Schritt immer weniger tun musst, um mehr Kunden zu bekommen und kannst somit auch deine Selbstständigkeit viel leichter aufbauen, kannst am Ende des Tages eigentlich weniger arbeiten, aber mehr verdienen. Deswegen hier ein weiterer Vorteil von der Positionierung. An der Stelle möchte ich jetzt aber auch mal ganz kurz auf die Nachteile eingehen. Was sind die Nachteile davon, wenn du dich positionierst? Und meiner Meinung nach, sage ich dir ganz ehrlich, gibt es eigentlich so gut wie gar keine nennenswerte Nachteile für eine Positionierung. Und selbst wenn es hier oder da einen theoretischen Nachteil gibt, dann wird der meiner Meinung nach direkt wieder von einem positiven Vorteil eben ausgehebelt. Vielleicht denkst du dir jetzt aber sowas wie, hey, vielleicht entgehen dir dann ja irgendwie Aufträge aus anderen Branchen und du machst weniger Umsatz. Oder du denkst vielleicht, okay, aber dann kannst du ja mit niemand anderem mehr zusammenarbeiten, außer mit dieser einen Branche, auf die du dich spezialisiert hast. Hierauf möchte ich dir jetzt auch mal ganz kurz zwei Antworten geben. Und zwar, beim ersten Punkt ist es einfach so, wenn du dich positionierst, wirst du, wie gesagt, einfach als Experte wahrgenommen. Das heißt, du wirst deutlich höhere Preise abrufen können, als du es eben vermutlich gerade tust. Bedeutet, es fällt dir leichter, Kunden zu gewinnen, leichter, höhere Preise abzurufen, musst weniger arbeiten. Somit machst du am Ende des Tages verhältnismäßig sogar mehr Umsatz, als wenn du keine Positionierung hast. Und zu dem zweiten Punkt möchte ich dir mal Folgendes sagen. Nur weil du dich auf eine Branche spezialisiert hast, heißt es ja noch lange nicht, dass du nichts anderes mehr machen kannst, außer das, was du aktiv nach außen anbietest, ja, also einfach zum Beispiel Recruiting-Videos für Handwerksunternehmen oder Kurzform-Content für Coaches oder Berater. Bei mir ist es nämlich auch überhaupt nicht anders. Meine Videoproduktionsfirma hat sich auch in den letzten 2 Jahren einfach nur darauf spezialisiert, Handwerks- und Industrieunternehmen dabei zu helfen, mit Recruiting-Videostrategien mehr Mitarbeiter zu gewinnen. Aber trotzdem produziere ich immer noch für Personal Brands und auch andere Zielgruppen immer wieder Content. Das heißt, wenn ich irgendwie eine Anfrage für ein gewisses Projekt bekomme, worauf ich Lust habe, dann kann ich das natürlich trotzdem
Masse machen. Das bedeutet, das eine schließt das andere ja überhaupt nicht aus. Und jetzt möchte ich noch einmal ganz kurz darauf eingehen, wann denn wirklich jetzt eine Positionierung für dich Sinn macht. Wenn du jetzt noch ganz am Anfang von deiner Selbstständigkeit stehst und noch gar nicht viel ausprobieren konntest, dann sage ich dir ganz klar, positionier dich noch nicht. Bedeutet, probier dich erstmal in den verschiedenen Branchen, in den verschiedenen Nischen aus. Wo hast du Spaß an der Arbeit? Mit wem möchtest du zusammenarbeiten? Und vor allen Dingen auch, wem kannst du wirklich gute Ergebnisse liefern? Und wenn du dann mal verschiedene Bereiche ausgetestet hast, kannst du wirklich analysieren, schauen, wo hast du gute Ergebnisse für deine Kunden erzielen können, wo ist auch gutes Budget vorhanden. Auch ganz wichtig, du musst gucken, in welcher Branche und welcher Nische haben die Leute dann auch wirklich Geld, weil es macht natürlich auch keinen Sinn, irgendwie dem Café von nebenan irgendwas für 3000 Euro anzubieten. Die werden nämlich das Budget dafür nicht haben. Aber anhand dem, was du ausgetestet hast, kannst du analysieren und gucken, auf was du dich spezialisieren möchtest. Und jetzt weißt du eigentlich alles, was du über die Positionierung wissen musst. Und spätestens jetzt solltest du dir mal Gedanken machen, wie das Ganze bei dir aussehen könnte. Wenn du Fragen zu diesem ganzen Thema hast, Positionierung generell zum Thema Business als Foto- oder Videograf, dann schreib mir gerne deine Frage einfach mal in die Kommentare oder schreib sie mir auch gerne auf Instagram. Dann werde ich dir da auf jeden Fall mal zur Hand gehen und schauen, wie das Ganze bei dir ausschauen könnte und werde dir bei deiner Frage auf jeden Fall weiterhelfen. Wenn du jetzt generell wissen möchtest, wie du dein Business als Foto- oder Videograf wirklich so aufbaust, dass du wirklich planbar und konstant hochpreisige Kundenanfragen bekommst von Premium-Kunden, bedeutet von Kunden, mit denen du wirklich zusammenarbeiten möchtest, dann check jetzt mal in der Videobeschreibung den ersten Link ab. Da findest du nämlich ein kostenloses Videotraining, das ich für dich aufgenommen habe, wo ich dir ganz genau Schritt für Schritt zeige, wie das funktioniert, wo ich dir konkrete Strategien, Tipps und Tricks mit an die Hand gebe. Und das Ganze, wie gesagt, komplett gratis und kostenlos. Deswegen jetzt einmal den ersten Link in der Videobeschreibung abchecken. Sichere dir am besten jetzt gleich noch einen Zugang. Und ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, lass mir gerne ein Like und ein Abo da, dass du kein Video mehr in Zukunft verpasst. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch schon im nächsten Video. Bis dahin, dein Tobi Obermeier. Ciao.